Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fernbus-Simulator. Wir machen weiter mit unserer Reise durch Polen. Wir werden heute dort wieder beginnen, wo wir die letzte Folge Fernbus-Simulator beendet haben, und zwar in Allenstein. Und von dort geht die Fahrt heute weiter bis nach Bielostock, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, so in der Art und Weise wahrscheinlich, keine Ahnung, ihr könnt es ja selber ablesen. Jedenfalls, da geht heute unsere Fahrt hin, wir fahren heute nur eine weitere Stadt an. Ich denke mal, dass wir trotzdem eine halbe Stunde bestimmt unterwegs sein werden, weil das ist doch eine große Strecke. Ich habe leider heute nicht ganz so viel Zeit, diese Folge hier aufzunehmen, und deswegen, bevor gar keine Folge Fernbus-Simulator kommt, machen wir wenigstens eine, in Anführungszeichen, kurze, weil eine halbe Stunde Fahrzeit ist ja auch eine halbe Stunde. So, das, wie gesagt, ist heute unsere Route. Die nehmbare Liniennummer hatte ich, glaube ich, 654 jetzt einfach mal eingegeben. Ich tippe einfach immer irgendwelche Zahlen ein. Hauptsache, steht irgendwas auf dem Bus. Und ich würde sagen, für die Fahrt heute nehmen wir einfach mal, den haben wir lange nicht mehr benutzt. Ist zwar kein Reisebus, aber ich habe schon mal wieder Bock irgendwie auf diesen Bus hier. Und deswegen nehmen wir einfach mal wieder den hier, den MAN Lions Intercity R62. Eins meiner Lieblingsbusse hier im Fernbus-Simulator drin, wenn man das DLC dazu gekauft hat. Und ja, nehmen wir doch einfach den mal wieder. Datum ist Aufnahmedatum der 13.04.2024. Am 14.04. soll dieses Video rauskommen. Zeit, gut, könnte man theoretisch auch einfach die Systemzeit nehmen, ist gerade 11.38 Uhr. Können wir nehmen, passt. Und Wetter lassen wir auf Dynamik, Steuerungsmodus natürlich wieder realistisch. Übrigens fahre ich natürlich auch wieder in dieser Folge wie in allen anderen Simulatoren, wo man fahren kann, mit meinem Logitech G25, meinem uralten Lenkrad. Es kann sein, dass man das, wenn ich hier schnell am Rumkurbeln bin, leider ganz leise im Hintergrund hört. Aber lasst euch davon einfach nicht stören, es liegt am Lenkrad. Gut, dann würde ich sagen, haben wir soweit, glaube ich, alles angepasst und eingestellt. Nummernschild passt auch, klicken wir auf Spiel starten. Haben wir ganz kurz den Ladebildschirm und dann geht's auch schon los. Dann natürlich wieder ganz normal, wie auch immer, schauen wir uns hier den Bus am Anfang nochmal an. Wir laufen einmal außen rum, dann gehen wir nochmal in den Bus rein, schauen uns den nochmal von innen an und dann machen wir alles soweit startklar. Das ist also unser Bus heute. Kein wirklicher Reisebus, mehr so ein stinknormaler Linienbus, Überlandbus. Sowas in der Art und Weise. Wir haben ja aber wenigstens eine Flixbus-Beklebung drauf. Somit sieht es wenigstens aus wie ein Reisebus oder wie ein Fernbus. Also passt schon. Das, wie gesagt, unser Bus heute. Jetzt haben wir den mal uns von außen grob angeschaut. Dann machen wir gerade mal die Tür auf. Dann gehe ich nochmal schnell hier rein. Dann schauen wir uns den nochmal von innen an. Ja, was natürlich auffällt hier, dieser Bus hat keine Toilette. Aber gut, man wird die halbe Stunde oder ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt hier im Spiel unterwegs? Ich glaube, 2 Stunden Ingame-Zeit oder so, oder 3 Stunden, ich bin mir jetzt nicht sicher. Sowas in der Art wahrscheinlich. Kann man auch mal ohne Pipi machen aushalten, glaube ich. So, also einmal hinsetzen, Zielanzeiger aktivieren, Zündung starten oder Zündung an, Motor starten. Motor blubbert. Machen wir die Tür mal zu. Dann haben wir es nämlich ein bisschen leiser. Perfekt. Klimaanlage aktivieren. Da muss ich gerade mal schauen, konnte man hier die auch... Genau, hier konnte man die so schön einstellen. Ich habe gerade gestern die Fernbus, komplett raus gerade. Ja, ich habe gestern The Bus aufgenommen. Und da habe ich irgendwie, ich war ein bisschen verpeilt und habe dann irgendwie hier diese Klimaautomatik gesucht in dem ganz normalen Linienbus und habe das da nicht so wirklich gefunden. Dann ist mir eingefallen, jo, nö, das war hier im Fernbus-Simulator in dem Bus und da hat man so eine schöne Klimaautomatik. Gut, ansonsten, Lenkrad funktioniert. Bremse funktioniert, sehen wir hier an dem Symbol. Wenn ich bremse, leuchtet das nämlich auf. Und genau, dann lösen wir mal die Feststellbremse. Gang noch rein, auf Drive gestellt hier. Dann könnte man noch weitere Sachen einstellen. Da muss ich noch gerade nochmal gucken, wo haben wir die Schaltflächen. Wir haben hier das WLAN, geben wir schon mal frei. Wir haben hier Fahrermonitor. Hatten wir auch einen Fahrgastmonitor? Hatten wir, glaube ich, hier in dem Ding nicht. Okay, nö, dann WLAN aktiviert. Toilette haben wir eh nicht. Können wir eigentlich losfahren, würde ich mal sagen. Wo geht's denn hier raus? Das da drüben übrigens, das müsste einer der neuen DLC-Busse sein. Es kam ja letztens auch ein neues Bus-DLC raus. Können wir uns von mir aus gerade mal anschauen, wenn der Bus schon da rumsteht. Ich muss aber sagen, ich finde den einfach nicht schön. Gut, schön, dass es den Bus gibt, aber es ist einfach nicht so ganz mein Geschmack. So oder so ähnlich sehen auf jeden Fall die neuen Busse aus. Da finde ich sowas hier tausendmal ansprechender, aber gut.
Also das 3D-Modell vom Spiel ist schon schön gemacht, wahrscheinlich wieder, aber ich finde einfach das Original-Busmodell nicht wirklich ansprechend. Ernsthaft? Ich muss hier wenden? Okay. Wenn das so ist, dann machen wir das gerade mal. Da hört man natürlich direkt wieder hier mein Lenkrad brummen. Da einfach nicht wundern. Wie gesagt, jetzt habe ich mich natürlich hier gerade so ein bisschen doof positioniert, aber gar kein Thema. Ich wollte hier eigentlich, wenn es klappt, in einem Zug wenden, aber gut. Beziehungsweise direkt hier einfach nur eine Schleife fahren und rausfahren. Hat aber nicht so ganz funktioniert. So, da ist auf jeden Fall das Tor. Da müssen wir gleich mal auf die Map schauen, wo wir hin müssen. Ob das Navi uns dann gleich richtig führt oder falsch. Momentan sagt das Navi noch gar nichts. Jetzt berechnet es gerade. Rechts entlang. Ich setze mal den Blinker rechts. Ich gucke aber trotzdem nochmal auf die Map, weil wir schon öfters das Problem hatten, hier nachdem wir losgefahren sind, dass wir dann gemerkt haben, jo, Navi hat uns falsch gelotst, aber das sieht soweit korrekt aus. Gut, dann fahren wir hier rechts entlang. Vielleicht lässt uns ja irgendjemand rausfahren. Der nicht. Der auch nicht. Ich taste mich immer so ein Stück weiter vor. Irgendwann rafft es die KI, dass ich hier rausfahren möchte und bleibt normalerweise stehen. So, der hat jetzt stehen zu bleiben. Und hier Gegenverkehr bremsen wir auch ein bisschen aus. Erste Hürde gemeistert. Zwar vielleicht nicht auf die nette Art und Weise, aber wir haben die Situation gemeistert. Höre ich hier gerade in Polen eine deutsche Zugansage? Ich habe gerade irgendwie, oder irgendeine Ansage gehört im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr die auch im Video mitbekommen habt. Irgendwie hat da was gebabbelt. Hat irgendwie nach Achtung an Gleis 1 oder so sich angehört. Keine Ahnung, ob das das war, was ich gehört habe. Das ist natürlich merkwürdig, wenn man hier in Polen unterwegs ist und man hat plötzlich eine deutsche Ansage an den Bahnhöfen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es so ist. Wir sollen hier auf jeden Fall jetzt links entlang fahren, links abbiegen. Haben wir auch gemeistert. Vorne sieht es jetzt aus wie ein Kreisel. Sagt mir bitte nicht, dass wir hier schon direkt wieder einen Stau haben. Verkehrsproblem. Aber die linke Spur ist frei im Kreisel. Die innere. Ist das nicht hier, wo wir das letzte Mal einen Unfall hatten, oder war das ein anderer Kreisel? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hatten wir irgendwo einen Unfall. Weil irgendwie ist hier der Kreisel auch fehlerhaft. Man sieht's, die Fahrzeuge wollen in die Baustelle reinfahren. Anscheinend war das mal anders geplant, aber man hat da jetzt eine Baustelle hingesetzt und dadurch ist da irgendwie das Problem da, dass der Pfad in die Baustelle reinführt und die Fahrzeuge halt einfach da reinsemmeln, die KI-Fahrzeuge. Aber gut, solange sich der Verkehr nicht unendlich staut und die Fahrzeuge alle irgendwann zurückgesetzt werden, stört's mich wenig. Wenn ich da jetzt natürlich vorbeifahren muss, rückzugs, ich weiß nicht, ob wir da lang müssen, ich glaube aber nicht. Sieht nicht so aus laut Navi. Und da würde sich jetzt der Verkehr stauen wegen so einer dummen Sache. Wäre es natürlich extrem ärgerlich. Aber nein, wir müssen da vorne dann links rumfahren, wenn wir die ersten Fahrgäste aufgenommen haben. Somit alles gut. Da fahren wir nicht mehr an der Stelle vorbei. Ich glaube, hier in der Stadt war der Busbahnhof einigermaßen okay. Ja, der war, glaube ich, nicht so eng wie der vorletzte Busbahnhof, müsste das gewesen sein. Der war aber schon richtig nice, dass man so richtig mal sich reinquetschen musste. Das war mal eine etwas andere Herausforderung. So, da vorne links, beziehungsweise geradeaus, oder wie auch immer man es sehen möchte. Du willst nicht fahren? Gut, dann fahre ich. So, wo muss ich hin? Dort. Ich höre hier eine deutsche Zugansage und ich sehe da auch ein ICE rumstehen. Ich weiß nicht, fahren ICEs nach Polen rüber? Habe ich mich ehrlich gesagt noch nie mit beschäftigt. Ich weiß auch nicht, ob in Polen, vielleicht laufen in Polen ja wirklich deutsche Ansagen an Bahnhöfen. Unter anderem natürlich. Ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht. So. Dann machen wir auch hinten die Türme auf. Hatten wir hier Gepäckfächer, hatten wir sogar bei dem Bus. Dann rein mit dem ganzen Zeugs. Hinten fährt gerade ein Zug durch. Und dann kontrollieren wir mal die Mahlzeit. Tickets. Bitte. Mahlzeit. Express-Check-In. Der erste steht schon mal falsch. Da geht ja schon wieder gut los.
Jetzt ist der Motor natürlich hier wieder ein bisschen laut, muss wieder ein bisschen mehr ins Mikro brüllen. Ich hoffe, man hört mich trotzdem. Sag mal, sind die alle heute falsch hier an dem Bus irgendwie? Ich weiß es ja nicht. Okay, beziehungsweise zwei Personen bis jetzt. Es hat gerade so gewirkt, als wären es noch mehr, die falsch stehen. Habe ich jetzt alle hier im Bus verfrachtet? Sehr schön. Dann machen wir jetzt zu. Und dann können wir eigentlich los. Dann machen wir eigentlich den Blinker noch nach rechts an. Ich mache irgendwie immer, wenn ich stehen bleibe, den Blinker rechts an. Das ist so eine Angewohnheit. Aber lieber einmal zu viel geblinkt als zu wenig, ist meine Ansicht. So. Dann schauen wir gerade nochmal auf die Uhr. Wir sollen um 11.40 Uhr hier sein. Wir haben 11.32 Uhr. Wir überspringen einfach mal die Zeit bis eine Minute vor Abfahrt. Das heißt, wir haben gleich 11.39 Uhr. Haben wir somit. 9 Fahrgäste sind zugestiegen. 2 Stück haben falsch gestanden. Und ja, ist natürlich jetzt wieder ein bisschen mies hier für so wenig Leute, so eine Strecke zu fahren. Aber gut, es kann sich nicht jede Fahrt rechnen. Ich würde mir aber trotzdem allgemein mehr wünschen, dass hier mehr los wäre in dem Spiel. Aber gut. So, ich würde jetzt auch schon losfahren. Ich will hier gar nicht so lange warten, weil ich Angst habe. Wir haben den KI-Verkehr noch auf 100% stehen. Ich habe da ein bisschen Angst, dass ich irgendwelche Fahrzeuge wieder festfahren. Und je schneller wir hier wieder raus sind oder wenn wir in der Bewegung sind, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es hier irgendwelche Probleme gibt. Eigentlich wäre das hier die perfekte Stelle, um jetzt mal ein Foto zu machen. Weil wir gerade wieder so am Abbiegen sind. Ich hoffe, die Sonne... Ja, die ist natürlich wieder nicht vorne dran am Bus. Aber gut, wir können ja die Tageszeit ändern. Ich hoffe, die Sonne wandert auch mal vor dem Bus. So zum Beispiel. Jo, das sieht doch ganz okay aus. Mit dem Kackhaufen hier unter dem Bus. Nein, das ist einfach eine kaputte Straße. Tja, machen wir doch einfach mal so ein Bild. Dauert immer ein bisschen, bis das wirklich dann abgelichtet wurde. So. Wir gehen mal weiter weg. Tun nochmal ein bisschen ranzoomen. Dann wird das... Der Winkel ein bisschen kleiner von dem Bild. Sagen wir es mal so. Jetzt machen wir es gerade nochmal andersrum. Und für das Bild tun wir auch gleich mal hier Tiefe und Schärfe hinzufügen. Dass der Hintergrund schön verschwommen ist. Zack, nehmen wir nochmal so ein Foto auf. Haben wir gemacht. Und dann können wir eigentlich den Modus verlassen. Ich springe wieder zurück in die Fahrerperspektive und weiter geht's. Dann haben wir das schon mal erledigt. Habe ich schon mal auf jeden Fall was fürs Thumbnail. Ihr kennt's ja. Also falls ihr schon länger auf dem Kanal dabei seid, falls ihr noch nicht hier so lange auf oder beziehungsweise das erste Mal jetzt hier ein Video auf dem Kanal schaut, würde ich mich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Ich habe hier circa 12.000 Leute, die hier in der Woche reinschauen und leider kein Abo da lassen. Wäre einfach eine super tolle Unterstützung. Vielen Dank dafür. So. Dann da vorne müssen wir jetzt auf jeden Fall links abbiegen. Kriegen wir, denke ich mal, hin. Solange der KI-Verkehr hier mitmacht, das weiß man ja nie so genau, aber ich bin ganz guter Hoffnung eigentlich. Ich habe das Gefühl, hier in dem Polen-DLC ist es nicht ganz so extrem wie in mancher deutschen Stadt. Man hat vielleicht ein bisschen aus den Fehlern gelernt, ein bisschen. So, grüne Ampel. Ich würde jetzt einfach mal die Ansage wieder laufen lassen und ja, halt wie immer in der Zeit meine Klappe. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen.
Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Da haben wir die Ansage wieder überstanden. Ja, man kennt sie ja mittlerweile schon. Aber ganz wichtig, weil falls wir in eine Polizeikontrolle kommen, haben wir so eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass alle angeschnallt sind, alles safe hier abgeht und so weiter und so fort. Gut, ich bin gerade so ein bisschen überrascht, dass wir hier keine Autobahn fahren. Ich habe eigentlich gedacht, bei der großen Strecke, das wird doch bestimmt eine Autobahn sein, aber tatsächlich handelt es sich hier um eine Landstraße, um eine stinknormale. Bin ich ein bisschen überrascht, aber finde ich auch mal ganz cool. Autobahn fahren ist halt stellenweise, ja, quasi Tempomat rein, ein bisschen lenken. Landstraße hast du wenigstens ein bisschen mehr Herausforderung und ja, kannst halt nicht auch mal einfach so überholen. Ja, ist ein bisschen spannender. Finde ich eigentlich ganz cool so. Oh, da vorne kommt jetzt ein Bahnübergang, so wie es aussieht, jawohl. Aber Schranken sind offen. Kein Zug unterwegs, hoffentlich. Dann fahren wir einfach drüber. Jawohl. Ja gut, die vor uns schleichen halt gerade ein bisschen. Wir dürfen laut Navi rechts unten 90 eigentlich fahren. Hier die Fahrzeuge fahren so 60, 70 rum vor uns. Also sind wir ein bisschen langsamer unterwegs. Ich hoffe trotzdem, dass wir pünktlich ankommen. Es sind noch 253 Kilometer. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das wirklich alles Landstraße ist. Falls ja, wie gesagt, wäre es eigentlich richtig cool. Ich weiß nicht, ob das realistisch wäre, ob da wirklich keine Autobahn in der Realität vorhanden ist zwischen den Städten, aber ich finde halt so Landstraße ist halt in Spielen interessanter als Autobahn. So, da sind wir in einer anderen Stadt oder in einem anderen Dörfchen. Ist es da vorne Kreisel oder? Ja, es ist Kreisel. War gerade ein bisschen verwirrt. Es sah auf dem Navi gerade ein bisschen anders aus, wie eine ganz merkwürdige Kreuzung, aber ist tatsächlich einfach ein Kreisel. Gut, vor dem können wir rausziehen. Jawohl. So. Hier müssen wir links entlang. Wir folgen einfach mal der Polizei. Oh,
Hier stimmt aber auch was mit der Ampelschaltung nicht. Ich weiß nicht, ob es in Polen auch so ist, aber in Deutschland ist es so, wenn du eine Ampel hast, wo ein Pfeil drauf ist. Wenn die Ampel mit dem Pfeil quasi grün für dich wird, heißt es, dass jetzt nur diese Fahrbahn fahren darf. Also so hat mir das mal meine Fahrschullehrerin erklärt. Hier war es jetzt der Fall, die Ampel mit dem Pfeil ist grün geworden und der Gegenverkehr ist losgefahren. Das in Deutschland eigentlich nur, wenn da halt kein Pfeil auf der Ampel drauf ist. Dann kann es sein, dass der Gegenverkehr auch losfahren kann. Da musst du halt warten beim Abbiegen. So habe ich das mal erklärt bekommen. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber ob es auch halt in Polen so ist, keine Ahnung. Aber da hat jedenfalls eben gerade auch irgendwas nicht gepasst. Also bin ich der Meinung. Also wir haben jetzt, glaube ich, hier in dem Spiel schon, beziehungsweise in dem DLC, in dem Polen-DLC schon zwei Fehlerchen gefunden. Einmal bei dem Kreisel halt, wo die Fahrzeuge alle in die Baustelle reinfahren wollen. Und hier, wie gesagt, die Ampel. Ich glaube, mehr Sachen, die nicht so richtig funktionieren, haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht entdeckt. Ich frage mich halt immer, ob man, wenn so ein DLC fertig ist, eigentlich muss da doch dann nochmal jeder oder jemand oder mehrere Leute nochmal komplett über alle Straßen drüber fahren, oder? Und dann frage ich mich halt immer, warum fällt sowas nicht auf? Ich meine, klar, die Ampel, wenn die vielleicht gerade grün ist und du fährst da drüber und es kommt kein Auto entgegen, dann fällt es dir vielleicht gar nicht auf, dass da im Gegenverkehr irgendwas nicht passt. Kann untergehen, verstehe ich. Aber die Sache bei dem Kreisel vorne mit der Baustelle, da fahren doch ständig Autos durch und die fahren doch, knallen doch alle da an die Wand rein. Da muss doch, eigentlich muss doch sowas auffallen, aber weiß nicht. Naja. Wie gesagt, es gibt auch Sachen, die können mal untergehen. Das mit der Ampel, mein Gott. Aber Fahrzeuge gezielt an eine Wand dran steuern, das ist dann immer so ein bisschen merkwürdig, wo man sich denkt, ja, hat das keiner getestet? Ist da keiner mehr lang gefahren, nachdem das fertig war? Naja. Wir haben immer noch 213 Kilometer. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auf der Strecke noch durch mehrere Ortschaften durchfahren. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ja, dass du halt wirklich jetzt von Ortschaft zu Ortschaft dich da durchpendelst, bis dann irgendwann quasi in der nächsten großen Stadt ankommst. Das wäre auch natürlich nochmal so ein Vorteil von so einer Landstraße, dass du halt einfach durch mehrere Ortschaften durchfahren kannst. Was auch die Sache wieder spannender macht. Wenn wir den nächsten Bahnübergang, wo es mir gerade das Lenkrad aus der Hand gerissen hat, Force Feedback lässt grüßen. Ja, wenn man mit einer Hand so ganz leicht das Lenkrad festhält oder nur seinen Arm aufs Lenkrad gelehnt hat, ja, dann kann es schon mal passieren, dass das Lenkrad Dinge tut, die es nicht machen sollte. Okay, wir hätten hier auf jeden Fall die nächste Ortschaft. Rechts und links von uns sind wir jetzt lauter Häuser. Aber keine Ampel oder so, was uns ausbremst. Okay. Hätte ja sein können. Aber sieht fast so aus, als wäre da vorne die nächste Kreuzung. Oder nee, ist nur eine etwas schärfere Kurve. Alles klar. Vorne haben wir auch eine Kirche. Sehr schön. Ich habe ja schon mal erzählt, ich bin ja eigentlich nicht so der gläubigste Mensch, ja. Ich bin, laut meinem Personalausweis, bin ich evangelisch quasi, ja, aber ich habe da eigentlich keinen Bezug zur Religion. Ja, ich bin eigentlich der Meinung, wenn man an was glaubt, dann muss ich dafür niemandem Geld für geben. Ja, man kann ja trotzdem irgendwie an bestimmte Sachen glauben. Deswegen wäre auch jetzt komplett scheißegal, ob das jetzt in meinem Perso steht oder nicht. Ich bin sowieso am überlegen, ob ich mir die Arbeit mache und trete aus. Weil ich halt der Meinung bin, wie gesagt, wenn man an irgendwas glaubt, muss ich dafür keinen anderen Geld für geben. Und ich bin aber jedes Mal wieder beeindruckt von den Bauten, von den Kirchen in jeder Ortschaft. Also auch wenn ich jetzt irgendwie Städtetrips mache, ich gucke meistens, dass ich dann auch die in der jeweiligen Stadt die bekanntesten Kirchen irgendwie besuche. Weil ich einfach die Bauten und das Ausgeschmückte in den Kirchen und einfach diese Bauwerke halt faszinierend finde. Und wenn man dann noch bedenkt, wie alt die Bauwerke stellenweise sind und, finde ich das unglaublich interessant.
Auf der rechten Seite hier haben wir gerade wieder eine schöne Baustelle. Aber kein einziger Bauarbeiter vor Ort. Richtig gesehen habe. Ja, das könnte auch Deutschland sein. Das finde ich manchmal an so Autobahnbaustellen lustig. Ich meine, klar, die arbeiten vielleicht nachts. Ja, oder was weiß ich, nur an bestimmten Tagen. Und dann stellenweise so große Baustellen hast. Wie zum Beispiel hier, da wird gerade die Brücke hier an der Autobahn, wo ich wohne, vergrößert, weil die Bahn da unten drunter eine weitere Gleise durchziehen möchte. Wird die Brücke vergrößert quasi auf der oder die Autobahnbrücke vergrößert. Eine Fahrspur haben sie schon gemacht, jetzt wird die andere Fahrspur quasi vergrößert. Ich habe da noch nie jemanden arbeiten gesehen, aber ich höre es, dass die nachts arbeiten. Aber es sieht dann halt immer komisch aus, wenn du dann tagsüber daran vorbeifährst, siehst über die Fahrzeuge rumstehen und denkst dir so, ja, okay. Kein Wunder, geht es nicht vorwärts. Also wenn du da jetzt wirklich nicht wohnst und nicht mitbekommst, dass die da nachts arbeiten, dann sieht es da manchmal schon ein bisschen leblos aus. Da denkt mir so, ja, kein Wunder, dauert es jetzt wieder 2 Jahre, bis die Brücke vergrößert ist. Aber die arbeiten halt zu anderen Zeiten, wo es halt wahrscheinlich sicherer ist. Ich denke mal, es geht da bestimmt um die Sicherheit. Tagsüber hast du einfach viel mehr Fahrzeugverkehr. Da kann, glaube ich, mal viel schneller was schief gehen. Unfall passieren in der Baustelle oder keine Ahnung. Wenn du natürlich nachts arbeitest, da ist weniger los. Oh, perfektes Abdrängmanöver von der Polizei gerade vor uns. Es wird spannend. Übrigens sind wir jetzt mittlerweile auf einer Autobahn gelandet, so wie es aussieht. Ich kann gar nicht so mitbekommen. Okay, ja, ist wieder, wenn man am Erzählen ist. Man hat es halt besonders gehört, dass die nachts arbeiten, als sie die Brücke abgerissen haben. Also die Autobahnspur halt auf eine Seite verlegt, das ist so eine zweiteilige Brücke quasi. Und nachts haben die halt die Brücken abgerissen, da hast du halt immer das Scheppern gehört. Die mit dem Presslufthammer, mit dem Bagger die Brücke abgerissen haben. Und wenn da tagsüber keiner ist, dann kann es ja nur sein, dass die nachts arbeiten. Oder sind wir ja doch keine Autobahn, das ist nur irgendwie eine doppelspurige Landstraße, bin mir nicht sicher. Nee, doch war eine Autobahn, okay. Wir fahren mal hier rüber, weil wir erst die... Ja, wobei, einfacher wäre es eigentlich, wenn ich rechts bleiben würde, aber die rechte Spur ist zum direkt rechts abbiegen anscheinend. Laut Bodenmarkierung würde ich das jetzt einfach mal denken. Ich muss mich jetzt sowieso hier als Bus wieder ein bisschen breiter machen, sonst habe ich gleich wieder irgendeinen Verkehrsunfall. Jetzt kommt der LKW wieder reingeschossen, da muss ich mal gerade aufpassen. So. Mache ich jetzt hier wieder ein bisschen breiter. Sonst wird es nichts. So, sind immer noch 143 Kilometer. Bis zum Ziel. Na gut, die Folge ist schon eine halbe Stunde. Dann sind wir doch länger als eine halbe Stunde unterwegs, finde ich gut. Ich denke mal dann so 45 Minuten stimmen, 50 Minuten ist okay. Hätte ich da jetzt noch eine weitere Stadt hinzugefügt, dann wären wir wahrscheinlich noch mal so lange unterwegs gewesen, dann wären wir vielleicht 2 Stunden hier in der Folge unterwegs. Hätte wieder kein Mensch gucken können. Wäre wieder sehr schade gewesen. So ist es dann okay. Dann habe ich mich doch ganz gut entschieden. Ich finde es ja immer so ein bisschen schwer, die Strecken einzuschätzen, wie lange man wirklich unterwegs ist. Klar, das Spiel zeigt eine Ingame-Zeit an, wie lange man Ingame dafür braucht. Ja, nach so und so viel Erfahrung weiß man schon, okay, wenn das Spiel so viel anzeigt, dann bist du ungefähr so und so lange unterwegs. Aber ich finde es trotzdem immer so ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich finde es schön, dass wir jetzt ganz kurz mal wenigstens einen Autobahnabschnitt dabei hatten. Jetzt sind wir gerade wieder auf einer ganz normalen Landstraße unterwegs. Schöne Abwechslung. Schöne Strecke bis jetzt. Hier haben wir jetzt wieder ein paar Häuser stehen. Könnte sein, dass da jetzt vielleicht wieder eine Ortschaft beginnt. Sieht fast so aus. Aber es gibt irgendwie, was mir jetzt so auffällt, ist, dass es... Auch bei der anderen Ortschaft, glaube ich, gab es keine Zufahrtsstraße irgendwie zu den Häusern hin. Das könnte man vielleicht so ein bisschen bemängeln. Ah, wobei, hier hinten, die Häuser führen hier hinten weiter, also könnte es theoretisch auch an anderer Stelle eine Zufahrtsstraße geben, aber bis jetzt immer noch nichts. Bis jetzt könnte man hier nur nach links reinfahren, da wäre wahrscheinlich ein Rastplatz oder eine Tankstelle, aber rechts zu den Häusern würde man nicht hinkommen. Da hätte man schon irgendwie einen Kreisel hier einfliegen können in die Landstraße oder eine Ampel. Wobei, ihr wisst ja, ich bin kein Fan von Ampeln. Lieber ein Kreisel. Ja.
Weil das ist jetzt schon die zweite Ortschaft, wo die Landstraße einfach an der Ortschaft dran vorbeifährt und niemand eigentlich in die Ortschaft reinfahren kann. Und das ist ja eigentlich unrealistisch. Also wenn du so in Deutschland eine Landstraße fährst, fährst du von einer Ortschaft in die nächste. Ab und zu hast du auch Umgehungsstraßen, ganz klar. Das war mal eine gekonnte Vollbremsung. Ja, ab und zu hast du Umgehungsstraßen, da führen die Landstraßen an den Ortschaften vorbei. Dann hast du aber trotzdem Straßen, die in die Ortschaft reinführen. Ja, Kreuzung, Kreisel, irgendwas, was in die Ortschaft reinführt. Das fehlt ja so ein bisschen. Potenzial wäre da gewesen, dass man da irgendwo ausgebremst wird durch mehrere Kreuzungen noch auf der Landstraße oder Kreisel halt. Naja, wir schauen mal weiter. Wir haben immer noch 109 Kilometer. Vielleicht gibt es ja nochmal irgend so eine Zufahrt zu irgendeiner Ortschaft. Vorne wäre jetzt auch wieder ein Haus. Ich glaube, in der Ferne sind auch wieder Häuser zu sehen. Gucken, ob da irgendwo eine Zufahrtsstraße kommt oder eine Einfahrt wenigstens zu den Häusern oder sowas in der Art. Also hier hätten wir jetzt wenigstens wieder mal einen Kreisel. Ist ja schon mal ein Anfang. So, dann muss ich natürlich hier ein bisschen rumrühren mit dem Lenkrad. Und wieder gleich Autobahn. Okay. Ja, so an sich von der Bebauung her, Landstraße finde ich cool. Ja, aber man hätte da so ein bisschen mehr für den Spieler noch reinbauen können, wo er drauf achten muss. Wie gesagt, Kreuz und Kreisel, Ortszufahrt. Aber gut. Ganz kleiner Kritikpunkt. Ganz kleiner aber nur. Ganz mikroskopisch klein. Vielleicht für die Zukunft. Vielleicht kommt ja noch irgendein DLC. Ich weiß ja nicht. Und das war's schon wieder mit der Autobahn. Reißverschlussverfahren hier voll anwenden. Alles hier kreuz quer rüberfahren. Ja gut, ich habe mich einfach jetzt mal nach denen gerichtet. Das war jetzt kein Reißverschlussverfahren. Aber die haben auch schon alle so quer auf den Spuren gestanden vor uns, deswegen bin ich auch einfach rüber. Ich würde aber fast sagen, wir sind gut in der Zeit. Also wir haben jetzt hier gleich 14 Uhr in-game. 15.34 Uhr ist unsere Ankunft da in der nächsten Stadt. Noch 80 Kilometer rum. Ich denke mal, wir sind einiges zu früh. Außer wir haben natürlich wieder ganz böse Ampeln auf dem Weg. Oder ein Chaos in der Stadt, man weiß es ja nicht so genau. Naja. Vorne haben wir auch wieder wahrscheinlich einen Bauernhof oder sowas in der Art. Sieht jetzt nicht wie ein Dorf aus, sondern einfach so ein abgelegener Bauernhof. Ja. Aber selbst die braune Zufahrtsstraße. Ja, aber gut. Was jetzt hier aber mal auffällt, ist, dass hier weniger Windräder stehen. Ich weiß nicht, ist das in Polen so? Haben die weniger Windräder? Wahrscheinlich wird kein Land so viel Windräder haben wie Deutschland, weil Deutschland ja eins der verrücktesten Länder ist, was das Thema betrifft. Ja, ich weiß nicht. Also gesehen haben wir ja auch schon welche, aber nicht so viele wie in Deutschland.
ab und zu aber leider mal so kleine Nachladeruckler hier. Beziehungsweise gerade ist es ganz schön am Ruckeln. Jetzt hat sich wieder gefangen. Sehr schön, hoffentlich bleibt so. Ah, ich weiß nicht. Na, jetzt scheint es wieder zu gehen. Das ist schon mal schön. Ja, wie sieht's aus? 51 Kilometer noch. 50. Okay. Am längsten werden wir wahrscheinlich wieder für die nächsten paar Meter oder die letzten paar Meter dann in der Stadt brauchen. Und ich bin mal gespannt, wie der Busbahnhof dann dort aufgebaut ist. Wie gesagt, bis jetzt hatten wir einen, der war halt fast unmöglich, wenn man nicht genug Platz hätte zum Rangieren, den quasi gescheit anzufahren. Aber ich, wie schon öfters erwähnt, ich fand es eigentlich mal ganz cool, dass das mal so ein bisschen enger wurde, mal wirklich rumrangieren musste und schauen musste, dass man da irgendwie reingefahren kommt. Aber gut. Was hier halt noch fehlt, so Thema Landstraße, was mir halt hier auffällt, du hast halt normalerweise an der Landstraße, wenn ich jetzt auch gerade an die The Bus Modding Maps denke, die auch ein bisschen Überlandstrecke haben, du hast halt normalerweise ständig irgendwelche Kreuzungen, wo eine Landstraße dann halt in eine andere Richtung führt, Richtung andere Ortschaften. Hast du hier halt auch nicht. Du hast halt wirklich im Fernbus-Simulator jetzt auch in den neuen Polen-DLC, wo wir gerade unterwegs sind, hast du halt auch meistens wirklich nur, nicht mal halt diese Ortschaftsunterbrechung, sondern du hast einfach wirklich hier nur eine geschlängelte Straße, die halt, ja, dich von A nach B bringt. Du hast nirgendwo mal so eine Stelle, wo einfach die Straße sich mal absplittet, ja, oder halt eine Kreuzung kommt und dass es dann einfach mal die andere Richtung geht. Was mir gerade halt einfach so auffällt, weil wir halt extrem viel Landstraße gerade fahren. Habe ich, glaube ich, vorher noch nie so wirklich drauf geachtet. Aber gerade da ich halt auch gestern wieder eine Modifikationsmap in The Bus gespielt habe und da halt realistisches Gebiet nachgebaut ist, da fällt eines dann doch so ein bisschen auf, dass hier im Fernbus-Simulator in den DLCs fehlt bei den Landstraßen ein bisschen was. So, wir überholen nochmal den LKW jetzt gerade hier auf der Autobahn und dann scheren wir wieder rechts ein. Immer schön rechts überholen. Macht man natürlich nicht. Aber wenn so ein LKW da irgendwie die linke Spur ausbremst und dann lauter Fahrzeuge meinen, jo, die bleiben jetzt hinter dem auf der linken Spur und es staut sich dann auf der linken Spur total, die rechte Spur ist frei. Ja gut, dann rollt man halt ein bisschen langsamer rechts vorbei. Wie gesagt, langsamer, um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten und nicht jetzt damit 100 Sachen schneller rechts vorbeischießen. Das wäre schon wieder verkehrt. Ich muss gerade mal auf die linke Spur rüber. Ich blinke mal, ich fahre auch mal so leicht rüber. Ich versuche mich mal reinzuquetschen. Jawohl. Ich habe mich falsch eingeordnet. Entschuldigung, ich bin nicht von hier. Erstes Mal hier, Aufenthalt in dieser Stadt. Das finde ich ja auch manchmal in der Realität so kacke. Wenn du jetzt irgendwo fremd bist, du kennst dich dann null aus, warst da noch nie, hast vielleicht schon stundenlange Fahrt hinter dir und dann kommst du in eine fremde Stadt und dann kann das mal passieren, dass man sich falsch einordnet. Ja, das kann vorkommen. Gerade in der Stadt mit vielen Spuren, wo tausende Schilder dann irgendwie noch stehen und da weißt du nie so genau oder siehst erst auf dem letzten Meter, okay, wo musst du jetzt eigentlich hin? Da gibt es halt manchmal, boah, heftig am Ruckeln, da gibt es halt auch manchmal Autofahrer, die haben trotzdem keine Geduld mit dir, obwohl du ein Kennzeichen hast, was eindeutig sagt, okay, derjenige ist nicht von hier, gibt es trotzdem Leute, die hupen dich dann an oder sind dann richtig angepisst oder wenn du mal im 50er-Bereich 49 fährst, weil du vielleicht gerade ein Schild nebenbei lesen möchtest, ja, dann wirst du da auch schon bös bedrängelt oder angehupt oder was weiß ich. Das gibt es tatsächlich in der Realität auch, wo du dann so denkst, what the fuck ist los bei dir? Soll ich noch größer auf mein Nummernschild schreiben, dass ich nicht von hier bin oder was? Kommt halt mal vor. Ich meine, im Grunde genommen, ich bin halt so jemand, wenn ich halt in einer fremden Stadt bin, versuche ich trotzdem alles
einzuhalten, so gut wie möglich. Wenn ich halt auch mal falsch eingeordnet bin, dann quetsche ich mich nirgendwo rein. Dann fahre ich halt die Strecke, wo ich eingeordnet war, erstmal, wende halt irgendwo oder nehme halt dann einen anderen Weg. Ich möchte die anderen dann nicht wirklich ausbremsen, aber es kommt halt auch mal vor, dass du dann halt auch einfach mal vielleicht eine Sekunde länger brauchst, um das Schild zu lesen. Deswegen fährst du vielleicht auch mal 5 Kilometer pro Stunde weniger. Ja, kann ja mal sein. Wenn du jetzt wirklich keinen Umweg mehr fahren möchtest. Da gibt es halt welche, die haben keine Geduld. Aber meistens ist es eigentlich so. Wo muss ich denn gerade hin? Ich sehe nicht meine Haltestelle. Da vorne, okay. Ja, gibt es halt auch öfters mal sehr ungeduldige Autofahrer, die kein Verständnis dafür haben, dass man nicht von der Ecke da ist. Und deswegen nicht weiß, wo man hin muss. Oder wo man sich einordnen muss. Naja, gibt aber auch sehr viele Geduldige. Ja, da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Wir sind nämlich viel zu früh hier. 14.48 Uhr sind wir hier eingetroffen, 15.36 Uhr sollten wir eigentlich erst da sein. Da kann sich die Bahn wirklich mal ein Beispiel nehmen. So, ich mache jetzt noch die Gepäckfächer auf für die lieben Fahrgäste. Und dann was ist mit der Fahrt. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne natürlich auch, wie am Anfang schon gesagt, den Kanal abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu, wie immer, in der Videobeschreibung. Wer möchte, kann auch gerne den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal wirklich sehr weiterhelfen und dir natürlich Vorteile verschaffen. Und falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel oder auch nach anderen Spielen, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Dort könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen. Und wenn ihr das über den Link macht, ja, dann unterstützt ihr auch den Kanal. Vielen Dank schon mal für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir dann hier an dieser Stelle weiter und ja, fahren in die nächste Stadt. Ja, bis dahin dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Tommy. Tschüss.